Bevor die lange Reise nach Mannheim beginnt, habt ihr bestimmt mitbekommen, dass mein Video gegen Dresden rausgenommen wurde wegen Richtlinien und Copyright-Musik. Ich weiß nicht, warum die dieses Video rausgenommen haben. Wegen Stadionmusik. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's jetzt mit dem Video nach Mannheim. Let's go. Ich bin jetzt auf dem Parkplatz angekommen. Hinter mir natürlich die USV-Arena. Und ich bin aufgeregt. Ich bin natürlich hyper aufgeregt. Trikot habe ich drunter. Und der Bus müsste jeden Moment gleich kommen. Ich weiß echt nicht, wie es wird. Und ich hoffe, dass das Video auch drin bleibt. Nicht so wie gegen Dresden. Also, ja. Wir haben eben noch den Bus mit den Spielern drin gesehen. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich bin hyper aufgeregt. Ich hoffe, dass. In 7 Minuten müsste der Bus kommen. Und. Da sieht man schon ein bisschen die Ursache vom Arena. Der Fanbus kommt gerade. Wenn Mannheim unentschieden spielen sollte gegen uns, dann wäre Mannheim an Saarbrücken vorbei. Dann wäre Mannheim Vierter. Das sind aktuell 3 Busse und ich hoffe, dass der nicht so voll ist wie die anderen. Das normale brauchen wir 1 Stunde 20 und das wird was. In Mannheim hatten wir knapp mit 1:0 gewonnen. Das war ein knappes Spiel. Da bin ich auch noch dabei gegen Mannheim. Was ist deine Prognose fürs Spiel? 2:1. Hoffe ich auch. 2:0. Jetzt würde ich sagen, wir sehen unseren Mannheim. Auf ein geiles Spiel. Wir wollten einfach mit der Polizei die Eskorte nach Mannheim gebracht. Läuft. Aber dass wir einfach mit einer Polizei-Eskorte ans Stadion fahren. Das ist so geil. Das ist so geil. Ja. Ich glaube, ein bisschen raus. Da wo das Licht brennt, da oben. Da müssen wir hin. Ah, da wo die Biele nicht doch. Ein bisschen, oder? Jetzt bin ich ans Auto geknallt. Ups. Da hinten steht unser Bus. Ich glaube, die Mannschaft ist gerade zum Aufwärmen gekommen, hat man gehört. Ich bin einfach der Einzige mit Sitzplatz. Die anderen haben immer Stehkarten. Und jetzt erster Blick ins Stadion. Ich bin doch nicht der Einzige mit Sitzplatz. Zum Glück. Ich gehe einfach jetzt mal nach unten. Hä? So. Jawohl. Einfach übelst nah an den Spielern. Niklas Christoph. Und sobald ich gesehen habe, ist Schnelli auch wieder dabei. Zwar nur auf der Bank, aber ja. Die Aufstellung ist auch schon fertig. Goldemate und Christopher. Das heißt, Goldemate ist wieder fit. Er war die Woche leicht krank. Also, ja. Im letzten Jahr konnte man wiederum den Aufstieg in die dritte Liga feiern, als man die Saison auf Platz 1 der Regionalliga Südwest abschloss. Ich hoffe, dass die Mannheimer gute Stimmung machen. Ich hoffe. Ich kann euch hier mal was einblenden.
zu dir, wie es ungefähr aussehen sollte. Halbzeit 1:0 für uns, also 0:1. Es ist ein enges Spiel. Kurze Geschmacksprobe. Nein von 10. Ja, und nichts machen bei den Dingen.
war's mit dem Stadion-Vlog. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, schwächt den Abo-Button, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal.